Christin Stark, eine am 21. Oktober 1989 geborene deutsche Schlagersängerin, hat ein Leben und eine Karriere voller Höhen und Tiefen erlebt, mit bedeutenden Erfolgen, gemischt mit Trauer und Misserfolgen. In Gadebusch geboren, zeigte sie schon in jungen Jahren musikalisches Talent. Ihr beruflicher Weg war jedoch nicht einfach und Christin musste sich im Leben vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen stellen. Christin begann schon in jungen Jahren Ballett und Gesang in der Musikgruppe Lollipop zu studieren. Ihre Kindheit voller Freude und Musik formte nach und nach ihre Leidenschaft. Als sie jedoch in die professionelle Musikwelt einstieg, musste sie sich einer harten Konkurrenz und vielen Misserfolgen stellen. Nach dem Abitur absolvierte Christin eine Ausbildung zur Friseurin, gab ihren musikalischen Traum aber nicht auf. Sie ging ihrer Leidenschaft dennoch beharrlich nach und nahm an Musikwettbewerben teil, um Zugang zur Musikindustrie zu erhalten. 2012 sorgte das Video zu ihrem Song »Überflieger« deutschlandweit für Schlagzeilen und markierte den Durchbruch in ihrer Karriere. Allerdings reichen anfängliche Erfolge nicht aus, um eine nachhaltige Karriere aufrechtzuerhalten. Christin musste sich der Härte der Unterhaltungsindustrie stellen, und der Druck des Ruhms verursachte bei ihr auch große Traurigkeit. Sie strebte jedoch weiterhin danach, sich mit dem Album Extremely Power einen Namen zu machen, was ihr dabei half, viele prestigeträchtige Auszeichnungen wie Schlager Saphir und Emma zu gewinnen. Einer der Lichtblicke in Christins Karriere war die Begegnung mit Matthias Reim, ihrem jetzigen Ehemann und der Person, die ihr in ihrer Musikkarriere sehr geholfen hat. Matthias ist nicht nur ihr Lebenspartner, sondern auch ein wertvoller Mitarbeiter, da er viele Lieder für sie komponiert und produziert hat. Die Unterstützung von Matthias half Christin, 2016 das Album hier zu veröffentlichen, was einen neuen Schritt in ihrer Karriere markierte. Allerdings gehen damit auch neue Belastungen einher. Erfolg macht Freude, bringt aber auch Misserfolge und Herausforderungen mit sich. In letzter Zeit scheint sich Christin Starks Leben stabilisiert zu haben, da sie mit ihrem Ehemann Matthias Reim zusammenlebt. Die Traurigkeit der Vergangenheit und der Druck der Musikindustrie verfolgen sie jedoch immer noch. Matthias, Christins liebevoller Ehemann, erzählte, dass sie sich oft müde fühle und manchmal das Gefühl habe, nicht die Kraft zu haben, ihren künstlerischen Weg weiter zu verfolgen. Allerdings ist Matthias immer an ihrer Seite, um Christin in den schwierigsten Zeiten zu ermutigen und zu unterstützen. Christins Leben ist heute, abgesehen von den Höhen und Tiefen ihrer Karriere, immer noch voller Liebe und des Teilens mit ihrem Mann. Die beiden haben ein glückliches Leben geführt und unterstützen sich gegenseitig bei jeder Herausforderung. Der Kummer, den Christin in der Vergangenheit erlitten hat, ist vielleicht nicht leicht zu vergessen, aber mit der Liebe und Unterstützung ihres Mannes fand sie allmählich Frieden im Leben. Christin Stark versucht und strebt trotz vieler Misserfolge und Traurigkeit in ihrem Leben immer noch. Sie erwartet nicht mehr zu viel von Erfolg oder Ruhm, sondern konzentriert sich stattdessen auf Familienglück und mentale Stabilität. Christins Leben ist eine Geschichte von Beharrlichkeit, der Überwindung von Widrigkeiten und der Freude an den einfachen Dingen des Lebens. Neben ihren Erfolgen und ständigen Bemühungen in ihrer Musikkarriere steht Christin Stark immer noch vor Herausforderungen und tiefer Trauer, die nicht jeder vollständig verstehen kann. Der Einstieg in die Musikindustrie als junge Sängerin brachte für sie großen Druck mit sich. Die Erwartungen der Öffentlichkeit und sie selbst haben oft dazu geführt, dass sie sich erschöpft und desorientiert fühlte. Matthias Reim, Christins Ehemann, ist der Mensch, der die Schwierigkeiten, die seine Frau durchmachen muss, am besten versteht. Er ist nicht nur ein berühmter Sänger,
sondern auch ein Ehemann voller Liebe und Unterstützung für seine Frau. Matthias hat wiederholt von den Momenten erzählt, in denen Kristin sich in ihrer Karriere unter Druck gesetzt und gestresst fühlte. Er wusste, dass es, obwohl sie eine starke Frau war, immer noch Momente der Schwäche in ihrem Inneren gab, in denen sie sich Zweifeln und Traurigkeit stellen musste. Kristin hat in ihrer Karriere schon mit Misserfolgen zu kämpfen, Zeiten, in denen sie nicht den Erfolg erzielen konnte, den sie erwartet hatte. Obwohl sie eine talentierte und leidenschaftliche Sängerin ist, wird sie vom rauen Musikmarkt nicht immer mit offenen Armen empfangen. Es gab Zeiten, in denen Kristin mit Ablehnung und harten Urteilen der Öffentlichkeit konfrontiert war. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein und die Erwartungen nicht erfüllen zu können, führte dazu, dass sie psychologisch sehr schwierige Zeiten durchlebte. Matthias Reim ist für Kristin immer eine starke Schulter, auf die sie sich stützen kann, wenn sie sich verloren fühlt. Er verstand ihren Schmerz und hörte nie auf, sie zu ermutigen, ihre Leidenschaft. Would spend tens of thousands of dollars a year to get people in the business that could help us create content, professionally produce it, and music and all this kind of stuff. It looked really cool, but like if we actually wanted people to do business with us, we literally like pull out our phone, create a selfie video. I can create a 60-second Facebook Live that will help us generate more sales in business than any of that professionally produced content, which is fascinating to me. And today, again, I mean, it was only even reinforced by my conversation with Dennis Yu talking about, you know, in them spending over $1 billion in Facebook ads, what they saw were the people that could effectively create 15 to 60 second selfie videos were the people that got the best results. And so I definitely agree that while it looks really cool, it's sometimes not always even the most practical over just the really simple videos that you can pull your phone out and you know, create content on the fly. So we've seen for the last literally 6 years, I think 5 or 6 years, that's been true in almost every case. So definitely don't think that you need to be all crazy and polished and professional, because it's not necessarily what's going to move the needle in a massive way for conversion and stuff like that. So yeah, love it. Yeah, that's fascinating. Some point we'll have to do the research that determines why that is the case, but we can sort of estimate for the time being. But so that's just it, right? Is that super simple, basic stuff, right? I mean, obviously it works. So if you're already doing some lead gen and you put those kinds of videos in front of people, you're already probably doing the best you're going to do, which is awesome. But even just from a getting used to making videos standpoint, you got to start simple. And here's another example. I hope nobody's done this, but there's a lot of people I've met that have bought equipment before they've ever made a video. And so instead of making it easier to make a video, it actually made them less likely to make a video, because now instead of just having to overcome the fear of doing this and hitting record, they have to do that plus learn how to use a bunch of stuff, right? And so I've seen a bunch of people build out a studio even. It's almost like the more equipment they had bought, the less likely it was that they'd actually made a video. And so it's always going to be tempting to make things more complicated and therefore give us, you know, an excuse to take our time in getting started. And it's almost always going to be best to just start as simply as possible and then do the second thing, which is to practice, right? And I will tell you right now, if you were to get your phone out, hit record, and I mean this, like, don't even think about what you're going to say. Just tell yourself every single day, I'm going to get my phone out and I'm going to record a video. And you were to hit record and start talking, the first couple